willkommen, ihr lieben Wagen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Kings & Queens Tarot und eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat Februar 2022. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr hier dabei seid, wieder mit dabei seid. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure wundervolle Unterstützung bedanken. Ich freue mich immer unglaublich über die schönen Botschaften, die mich per E-Mail erreichen, per Post erreichen, die ihr hier auch in den Kommentaren hinterlasst. Ich bedanke mich für eure Abos und die Likes der Videos und auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Und ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal alle Menschen ganz herzlich willkommen heißen, die zum allerersten Mal mit dabei sind und hier also auch noch so ein paar einführende oder erklärende Worte finden zu dieser Legung. Die Monatslegungen sind ja eben auch allgemeine Legungen und das kann durchaus bedeuten, dass der ein oder andere von euch sich hier nicht so wirklich wiederfindet in der Legung. Also wenn du das Gefühl hast, die Karten passen nicht so wirklich zu deiner Lebenssituation, dann schau dir doch gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder eben auch zu deiner Venus. Und dann findest du dort ergänzende Botschaften oder eben auch die Botschaften, die für dich mehr von Bedeutung sind. Und wer ganz konkrete Fragen hat, wie immer, findet ihr den Link zu meiner Website unten in der Videobeschreibung. Und ja, darüber könnt ihr mich dann auch sehr gerne direkt kontaktieren. Die Themen, die ich anspreche, sind berufliche Themen, sind auch Beziehungsthemen. Beziehungsthemen können romantische Beziehungen betreffen. Aber auch familiäre Themen können hier auftauchen oder eben auch freundschaftliche Themen. Ich spreche nicht alles im Einzelnen an, damit die Videos nicht so ganz lange werden. Also das ein oder andere müsst ihr vielleicht auch so ein bisschen auf eure ganz konkrete Situation übersetzen. Königinnen und Könige, wenn die sich noch zeigen, dann sind die Geschlechter unabhängig. Können also sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Die können sich auf andere Personen beziehen, mit denen ihr im Moment vielleicht besonders zu tun habt, besonders in Kontakt steht. Aber die können auch durchaus eure eigenen Energien widerspiegeln. Und zwar geben die Könige die äußere Handlungsebene wieder und die Königinnen, die beziehen sich dann so ein bisschen mehr darauf, wie ich innerlich mit einem Thema umgehe. Ja, die Karten sind also auf dem Tisch und ich hoffe, ich habe alles Wichtige erwähnt und somit legen wir los mit der ersten Karte und die erste Karte, diese Position, die lese ich auch so ein bisschen als die Themenposition, sprich, die gibt so ja, die Grundenergie, die Grundstimmung in diesem Februar wieder und bei euch hat sich also dieser schöne Bube der Kelche gezeigt. Der Liebesbote und damit kann er tatsächlich auch zu tun haben. Er kann mit Aussprachen zu tun haben, mit Versöhnungsgesprächen zu tun haben, ein liebevolles Zueinanderfinden. Der kann anzeigen, dass hier neue, sehr sympathische Kontakte auf euch zukommen könnten, im romantischen Sinne, aber durchaus auch auf der freundschaftlichen Ebene. Manchmal hat der auch so ein bisschen einen Hinweischarakter, auf das eigene Herz auch zu hören, sprich so ein bisschen in eine liebevolle Beziehung auch mit sich selbst zu treten, in eine sehr ja, aufmerksame Beziehung vielleicht mit sich selbst. Also das sind so die Themenfelder. Wenn ich mir die Legung so kurz anschaue, könnte das Thema Liebe hier bei euch in diesem Monat so ein bisschen vielleicht im Vordergrund stehen. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht so ganz einkreisen, nur auf diesen Aspekt. Wie immer lege ich auch Klärungskarten dazu, weil die einfach nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Und da hat sich gezeigt, okay, der Turm, drei der Münzen und der Teufel. Ja, das geht ja schon gleich wild los. Was ich ja schon mal ganz spannend finde, ist der Turm und die drei der Münzen, weil das zwei Karten sind, die in Verbindung miteinander stehen. Stehen können auch, ja. Ich fange einfach mal an mit dem Turm. Ja, der Turm, der hat oft mit überraschenden Ereignissen zu tun und ich bin auch fast geneigt zu sagen, so dramatisch, wie es hier vielleicht auf den ersten Blick wirken mag, ist es wahrscheinlich gar nicht.
Weil also sowohl der Turm als auch der Teufel, auch diese Karten haben hohe Schwingungsebenen und auch der Turm, den lese ich oft gar nicht so negativ, wie er oft verstanden wird. Der hat hauptsächlich damit zu tun, dass also Ereignisse plötzlich, überraschend, unerwartet eintreffen, auch tiefgreifende Veränderungen er zwar anzeigt, ja, und diese Veränderungen allerdings auch von außen initiiert werden für gewöhnlich, ja, der kann natürlich mit dem Thema Illusionen auch in Verbindung stehen, sprich manchmal zeigt er an, dass man sich in, ja, so ein bisschen illusionäre Vorstellungen verstrickt hat. Aber auch da muss er also nicht zwingend ein negatives Ereignis sein. Ja? Also wenn ich eine negative Meinung über mich selbst habe, ja, vielleicht viel mit Selbstzweifeln zu tun habe und hier überraschend sich jemand zeigt, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, dann fällt meine Illusion zusammen, dass ich vielleicht nicht wert bin, geliebt zu werden oder es für mich unmöglich ist, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Ja, auch diese Illusionen können natürlich hier zusammenstürzen und dementsprechend kann also der Turm durchaus eine sehr, sehr positive Karte auch sein. Ja, und ich denke, hier geht es tatsächlich um überraschende Begegnungen, unerwartete Begegnungen, ja, die so einiges aufwirbeln. Ja, diese drei der Münzen, die ist deswegen in Verbindung mit der Turmkarte, weil hier also ein neues Fundament aufgebaut wird. Hier wird was beschaffen, was ein wirklich stabiles Fundament darstellt für eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit. Und ja, der Teufel, auch der, wie schon erwähnt, kann durchaus positive Schwingungsebenen haben. Der steht auch dafür, dass eine starke Anziehungskraft zwischen zwei Menschen besteht. Ja, dass man sofort irgendwie eine sehr, sehr intensive Energie verspürt. Manchmal auch das Gefühl hat, man kennt diese Person, obwohl man sie vielleicht auch gerade erst kennengelernt hat. Ich möchte noch einen anderen Aspekt trotzdem ansprechen. Also Dreierkarten, wenn die romantische Ebene stark im Vordergrund steht, romantische Beziehungen, kann die drei der Münzen auf Dreiecksverbindungen hinweisen. Sprich, ja, Affären und alles, was in diese Richtung geht. Ja. Auch hier könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, ja, dass hier überraschend jemand dann vielleicht in eurem Leben auftaucht. Wenn ihr schon in einer festen Partnerschaft seid, dann kann das natürlich erstmal so ein bisschen zu Irritationen führen oder dafür sorgen. Und auch da könnte dann der Teufel darauf hinweisen, dass es nicht so ganz einfach ist oder dass man sich vielleicht so ein bisschen überfordert fühlt, dass Ängste und Zweifel ins Spiel kommen, wie man mit der Situation jetzt umgehen soll, wie man darauf reagieren soll. Aber ja, ich sehe hier nicht wirklich eine negative Energie in dieser Position. Ja. Versöhnung hatte ich ja auch schon angesprochen, ja, also wenn hier mit dem Turm ja ein Streit, ein Konflikt angezeigt ist, der möglicherweise in der Vergangenheit schon stattgefunden hat, ja, wo man vielleicht dachte, oh je, da ist alles vorbei, da könnte also auch eine Aussprache für einige sich ankündigen. Ja, damit lasse ich das mal hier stehen. Ja, dann haben wir hier also die Mondkarte. ja, ich denke, die hat an der Stelle so ein bisschen mit Unsicherheit zu tun. Wie gesagt, also hier könnten wirklich überraschende Wendungen sich zeigen, überraschende Ereignisse sich zeigen, die einfach so ein bisschen verunsichern. Ja, weil der Turm. Entschuldigung, der Mond oft damit zu tun hat, dass man ja eher so diffuse Zukunftsängste hat. Sprich, man kann nicht so richtig abschätzen, wo die Reise hingeht. Ja, und das kann natürlich dementsprechend auch so ein bisschen zu Zweifel führen. In diesem Fall möchte ich aber auch noch einen anderen Aspekt ansprechen der Mondkarte. Weil also auch die Sonnenkarte sich ja zeigt, ja, also hier kann in dem Fall dieser der Mond auch mit Seelenbotschaften zu tun haben, ja.
weil der Mond ja eine Krebskarte ist und Krebs sich also auf das vierte Haus bezieht. Und das hat ganz viel zu tun mit dem Thema Seelennahrung. Was ist wichtig für meine Seele? Welche Sehnsüchte, welche Bedürfnisse machen sich da bemerkbar? In dem Sinne würde ich fast mal sagen, der könnte auch so ein bisschen mit Selbstreflexion zu tun haben. Also hier nicht in eine Affekthandlung, vielleicht eine impulsive Handlung, sich oder zu einer impulsiven Handlung verführen lassen, sondern die Dinge erstmal so ein bisschen ruhen lassen und wirklich in Ruhe darüber reflektieren, was hier das Herz sagt, die Intuition auch irgendwo sagt, ja. Und ich denke, da, wo zunächst mal vielleicht Unsicherheit da ist, da wird aber relativ zügig Klarheit kommen und ich würde auch mal fast sagen, auch im Februar. Ja, also eine eher temporäre Phase der Unsicherheit. Ja, okay. Da haben wir auch noch einmal eine Fischekarte und also die 10 der Kelche und den König der Kelche haben wir auch noch mit dazu, der auch für Wasserzeichen stehen kann. Also neben Fisch auch noch Krebs und Skorpion. Und der König der Kelche, der steht auch für ein Herz Menschen, ja. Also jemand, der wirklich das Herz berührt und irgendwas ist hier. Ja, hier irgendwas zeigt sich hier, taucht hier auf, ja. Ja, auch möglicherweise jemand, nach dem man lange Sehnsucht hatte, ja, weil manchmal scheint der volle Mond auch das Licht auf Dinge, die zuvor nicht sichtbar waren, im Verborgenen lagen. Und ich denke, ja, das ist eine ganz besondere Person. Das ist wirklich eine ganz besondere Person. Also, wenn ihr dieser Person begegnet, dann denke ich, spürt ihr sofort, hier ist eine ganz besondere Energie zwischen euch. Ja, das geht auch gleich hier schön weiter mit den Kelchhofkarten. Der Ritter der Kelche zeigt sich also hier. Auch das ein besonderer Ritter, ehrlich gesagt, ja, weil der dafür steht, dass Verstand und Herz in Harmonie miteinander sind und man dementsprechend auch sich also nicht im inneren Konflikt verliert, sondern wirklich auch ja, sich auf die Herzebene einlassen kann, ja, der folgen kann, aus der Herzebene heraus handeln kann. Und auch dieser Ritter kann ähnlich wie schon der Bube mit Botschaften zu tun haben, ja, die mit ja, romantischen Themen zu tun haben können. Ja, also auch Versöhnungsthemen können hier natürlich eine Rolle spielen. Ja, aber das sieht sehr, sehr spannend aus. Ja, okay. Also es würde mich nicht wundern, wenn bei einigen von euch diese Person keine ganz neue Person ist, sondern eine Person ist, mit der ihr schon mal Kontakt hattet, möglicherweise auch schon mal ein sehr enger Kontakt bestanden hat, aber irgendwas hier dazu geführt hat, dass das auseinandergeflogen ist. Ja, also wir haben hier die Mangelkarte, 5 der Münzen. Also wirklich eine Person, die ihr wahrscheinlich nie so wirklich vergessen habt, wo vielleicht auch ja ein Vermissen da war und wie gesagt hier auch eine Versöhnungsenergie sich zeigt. Also als könnte man sich das Alte vergessen, das alte Drama vergessen oder auch aufklären und auf einer neuen Art und Weise hier miteinander wieder in Kontakt treten. Ja? Für wen das nicht der Fall ist, wie gesagt, also hier sind dann vielleicht auch solche
Gedanken und Gefühle im Hintergrund, wie ich werde nie eine passende Person für mich finden, einen passenden Partner, eine passende Partnerin. Oder aber auch, das kann man natürlich auch auf die berufliche Ebene hier lesen, ja, dass man irgendwie in unglücklichen beruflichen Situationen immer wieder festgesteckt hat, ziemlich frustriert war. Aber hier kommt Bewegung rein. Also wo immer, in welchem Lebensbereich auch immer, hier solche Bewegungen sich jetzt bemerkbar machen, beziehungsweise ihr wirklich ein Mangelgefühl hattet, wenig Selbstvertrauen oder also auch davon ausgegangen seid, dass irgendein Ziel für euch überhaupt nicht zu erreichen ist. Also irgendwas bewegt sich hier sehr, sehr stark für euch im Februar. Ja, 6 der Münzen, dann, ja, das ist für gewöhnlich eine Karte, die mit Unbalance zu tun hat, manchmal auch mit Abhängigkeiten zu tun haben kann. Wobei ich an der Stelle auch fast so ein bisschen den Eindruck habe, dass die sich bezieht auf eine Situation, die in der Vergangenheit schon stattgefunden hat, die aber vielleicht zu bestimmten Denk- und Handlungsmustern, bestimmten Einstellungen, Perspektiven geführt hat, ja, die aber eher so mit dem Mangelgefühl, Zweifelgefühlen, Ängsten zu tun hat. Und ich denke, das, was hier jetzt aber eintritt, ja, ist geeignet dazu, hier ein neues inneres Gleichgewicht vielleicht zu bringen und oder aber auch im Außen, ihr merkt, ich bin mir gerade, ich muss mal kurz gucken, wie ich das formuliere, dass hier also von außen ein Angebot kommt, ja, wenn ihr zum Beispiel auch mit finanziellen, materiellen Mangelsituationen zu tun haben, dass hier überraschend was auftaucht, was diese Mangelsituation oder scheinbare Mangelsituation wieder in den Ausgleich bringt. Ja, unerwartete Unterstützung, unerwartete Förderung, alles, was so in diese Richtung geht, auch das könnte hier mit angezeigt sein. Okay, Ritter der Stäbe, die Gerechtigkeit, ja, also irgendwas ist hier, irgendwas ganz Intensives ist hier in Bewegung, also ich möchte es schon fast Karmisches nennen, ja, es hat hier einige karmische Aspekte und gleich nochmal dazu gesagt, wenn ich das Wort Karma benutze, bitte das auch nicht negativ verstehen, ich benutze das überhaupt nicht im negativen Sinne, sondern für mich ist Karma Energieausgleich, also auch hier hat das Thema Balance eine Bedeutung, ja, Karma auch in dem Sinne, dass hier in irgendeiner Form Verbindungen bestehen, energetische Verbindungen bestehen, ja, und die Gerechtigkeit gehört auch zu den Karma-Karten. Ja, irgendwas kommt hier in Balance. Normalerweise sehe ich die Karte Gerechtigkeit sehr, sehr stark auch als Entscheidungskarte. Aber ich habe den Eindruck, dass das diesmal nicht zwingend eure Entscheidung ist, sondern dass jemand anderes sich entschieden hat, euch zu unterstützen oder auf euch zuzugehen oder wie auch immer. Gerechtigkeit ist ja auch noch die Waagekarte, also eure Energie. Hier haben wir das Thema Rückkehr nochmal, ja, also gerade auch, weil diese beiden Karten hier zusammen auftauchen, das ist eine starke karmische Energie hier. Ja, als sollte euch was zurückgeschenkt werden, ja, als hättet ihr, ja, als wäre hier wirklich ein Ausgleich zu euren Gunsten, ja, überraschend. Wirklich überraschend, da taucht jemand wirklich überraschend mit hoher Energie in euer Leben auf, ja.
Also ihr merkt, mir fällt es gerade sogar ein bisschen schwer, die Dinge zu formulieren, weil ich hier auch echt wirklich überrascht bin, was sich hier so zeigt. Aber ja, Spannendes zeigt sich hier. Und das hier, obwohl das so überraschend ist und plötzlich unerwartet, ist das aber schon was, was Hand und Fuß hat. Ja, also das ist zwar schnell da, bedeutet aber nicht, dass es auch schnell wieder weg ist. Der Bube der Münzen, der steht für Zuverlässigkeit. Auch hier geht es um langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Der hat auch mit dem Thema Treue zu tun. Ja? Also wenn euch hier jemand Unterstützung und Hilfe anbietet, zum Beispiel, meint der das ernst und auch nicht nur für, du musst dich sofort entscheiden und das jetzt annehmen, sondern diese Zusage, die steht auch. Auch wenn hier sich im Romantischen irgendwie was tut, auch da ist wirklich, das ist ernst gemeint, das ist ehrlich gemeint. Ja. Tja, sechs der Münzen nochmal. Also ja. Und sieben der Kelche. Ja, es könnte wirklich sein, dass euch das total irritiert und auch erstmal so ein bisschen überfordert und ihr gar nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, ob das verlässlich ist, ob das zuverlässig ist. Ja, aber mir scheint, hier kommt wirklich jemand auf euch zu oder es gibt ein Angebot, irgendwas in diese Richtung, ja, was euch unter die Arme greift. Ja, sieben der Kelche hat also auch mit Unsicherheit einfach zu tun, oft auf der emotionalen Ebene. Ja, hier könnten so Fragen auftauchen, wie wieso hilft mir diese Person? Was sind deren Absichten? Meint die das ernst, ehrlich? Aber ich würde fast mal sagen, ja, da ist eine ernsthafte Absicht dahinter. Ja, dann haben wir auch noch die Glückskarte hier, die Sonnenkarte. Ja, ich denke, ihr könnt euer Glück gar nicht fassen in diesem Monat, ja. Also, ja, total spannend. Löwe-Energie an der Stelle, ja. Aber ja, die lieben dann zum zweiten Mal. Nochmal die Sonne und die Acht der Stäbe, die Hochenergiekarte. Also hier erwartet euch ein absolut freudvoller Monat, würde ich mal sagen. Und auf eine Art und Weise, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Ja, Überraschung, schnelle Wendungen, schnelle Ereignisse, freudvolle Nachrichten, Reisen, Umzüge können hier mit der Acht der Stäbe angezeigt sein. Ja, also die Liebenden an der Stelle eben auch wahrscheinlich eher nicht so sehr als Entscheidungskarte, sondern das hat wirklich mit Partnerschaft zu tun, mit einer sehr, sehr starken zwischenmenschlichen Beziehung. Nochmal im romantischen Sinne, aber das kann auch auf der freundschaftlichen Ebene sein und auch sogar in der beruflichen Ebene. Ja, auch hier sehr, sehr, sehr kooperative Geschäftspartnerschaften können damit angezeigt sein. Also irgendwas kommt hier so richtig in Schwung, unerwartet in Schwung, sehr, sehr energetisch hier. Ja. Sieben der Stäbe, die würde ich hier an der Stelle auch in ihrer hohen Schwingungsebene lesen. Ja, ich nenne die Karte dann auch ganz gerne den Stier bei den Hörnern packen. Sprich, sich auch Situationen zu stellen, selbst wenn die erstmal so ein bisschen überwältigend sind, ja, wirklich mitzugehen, das Vertrauen zu haben, sich da reinfallen zu lassen, letztendlich sogar. Und gerade diese Karte, die hat auch noch sehr, sehr viel mit dem Thema Flexibilität und Spontanität zu tun. Man kann es hier ganz schön sehen. Der junge Mann hier, der hat vor lauter Eile zwei unterschiedliche Paar Schuhe angezogen, aber es hält ihn eben nicht ab davon, ja, sich dem zu stellen, was da kommt. Und das muss nicht immer was Negatives sein. Es kann also auch einfach was Positives, aber Überraschendes sein, ja.
Noch ein Aspekt vielleicht bei dieser Karte, weil das hier vorne schon so ein bisschen aufgetaucht ist. Wenn das hier sich im romantischen Bereich für euch ankündigt oder abzeichnet, ja, und ihr aber schon gebunden seid, in einer Partnerschaft seid, auch da kann dann die Sieben der Münzen, Entschuldigung, Sieben der Stäbe tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass hier eine neue Person plötzlich eine Rolle spielt in eurem Leben. Tja. König der Münzen, der Magier. Also ich möchte fast sagen, das hier ist Wunscherfüllung, ja. Ich fange mal hier mit dem Magier an, weil der Magier ganz viel auch mit dem Thema Manifestationskraft zu tun hat. Sprich, mir scheint, hier kommt was zu euch. Nachdem ihr euch gesehnt habt, ja, dass ihr euch wirklich gewünscht habt und aber irgendwie vielleicht sogar nicht so richtig damit gerechnet habt, dass das irgendwann mal stattfindet in eurem Leben. Und jetzt kommt das, ja. Ja, ich denke, das ist das, was der Magier hier ausdrückt. Ja, der König der Münzen hier an der Stelle, auch der steht oft für Zuverlässigkeit, ja. Ich denke, hier tritt jemand in euer Leben, der sehr, sehr zuverlässig ist, der das, was er sagt, auch wirklich so meint und auch danach handelt. Ja, so in dieser Energie, die wir hier auch in diesem Bube der Münzen gesehen haben. Ja, also egal, ob das hier jetzt eine neuer Arbeitgeber ist oder jemand, mit dem ihr geschäftlich eine Partnerschaft eingehen wollt oder könnt, ob das im romantischen Sinne ist. Also das ist zuverlässig, was sich hier abzeichnet. Ja, das passt auch wirklich. Also hier ist ganz viel Ergänzung, Harmonie, Zusammenhalt, Respekt füreinander da sein. Das sind so wunderschöne Energien, die sich hier abzeichnen. Ja. Ja. Ja, ach, der Kelch. Also, wie gesagt, also überraschende Veränderungen können hier eine Rolle spielen. Es ist auch nicht zwingend bei jedem so, dass die Grundsituation, aus der ihr hier jetzt kommt, vielleicht aus dem Januar oder vor diesen Ereignissen, ja, dass die sehr absolut negativ war oder schwierig oder Drama. Aber mit dem, was hier sich jetzt da so ankündigt, könnte es durchaus sein, dass ihr feststellt, dass der Status quo, in dem ihr wart, nicht perfekt war. Oder ja, Entschuldigung, Essentielles vielleicht auch einfach gefehlt hat, ja. Das kann ein Beruf sein, der zwar irgendwie ja die Miete bezahlt, aber euch nicht erfüllt. Kann eine Partnerschaft sein, die zwar vielleicht relativ harmonisch verläuft, aber so richtig mit dem Herzen seid ihr vielleicht eben nicht dabei gewesen oder ja, nicht dabei. Und jetzt kommt hier das Leben mit dieser Überraschung um die Ecke. Und das gibt nochmal so die Bestätigung, macht das auch nochmal ganz, ganz deutlich und gibt euch aber auch, denke ich, am Ende hier die Kraft oder den Mut, euch auf diese neue Reise auch einzulassen, selbst wenn sie überraschend kommt und selbst wenn sie euch hier vielleicht auch so ein bisschen in schwierige Entscheidungssituationen bringt. Wie gesagt, wenn hier noch andere Verpflichtungen sind oder andere Bindungen irgendwie sind, die erstmal dann aufgelöst werden müssen. Aber ich denke, das, was hier auf euch zukommt, ja, das schlägt wirklich ein wie ein Blitz und da braucht ihr zwar vielleicht einen Moment, euch zu sammeln, aber ich denke, relativ schnell ist euch klar, wow, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, vielleicht seit langer Zeit gewartet habe, wonach ich mich gesehnt habe. Und ich denke, ein Zögern wird hier nur relativ kurz stattfinden. Tja. Ja, also Sechs der Schwerter, Ass der Schwerter, Königin der Kelche. Ja, wie gesagt, also das
mag ein kurzer Moment der Überraschung und vielleicht des Zögerns sein, aber das hält nicht lange an. Also das ist euch ziemlich schnell klar. Und ich denke, ihr lasst euch ja auch ziemlich schnell auf Veränderungen ein. Ja. Wenn hier Entscheidungen zu treffen sind oder was zurückzulassen ist, ja, das steht dann zwar vielleicht an, so ein bisschen nehmt ihr euch das vielleicht sogar auch zu Herzen, weil wie gesagt, die Grundsituation muss jetzt auch nicht gerade das große Drama sein, aber ja, ich denke, ihr lasst euch hier absolut auf euer Herz ein und erkennt also auch, dass das hier was wirklich Besonderes ist. Ja, 4 der Schwerter. Ich denke ja, also das könnte eine Karte oder auch so eine Energie sein, die vielleicht dann eher so ein bisschen Ende des Monats eine Rolle spielt, die damit zu tun hat, dass ein bisschen mehr Ruhe wieder einkehrt in die Gedankenwelt und da hier so viel Ener los ist, so viel Energien am Schwirren sind, könnte es sein, dass ihr dann irgendwann mal so einen Moment habt, wo ihr sagt, okay, das muss ich jetzt alles mal setzen, ich muss das alles mal verarbeiten. Ich brauche mal so einen Sammelmoment wieder und vielleicht ist es auch ganz gut, sich solche Sammelmomente zu gönnen. Wirklich Ruhepunkte, Ruhepole, damit man überhaupt ja, das wirklich so ein bisschen einsortieren kann, was hier gerade passiert. Ja, also ja, das möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen erweitern. Ja, vielleicht führt genau aber auch das, dieses Ereignis, diese Geschehnisse dazu, dass ihr euch wieder sehr, sehr, sehr viel entspannter und ruhiger fühlt. Ja, also 8 der Schwerter haben wir dazu und dann den Narr. Ja, und die 8 der Schwerter, die könnte natürlich stark hier mit dem Teufel in Verbindung stehen, auch mit dem Turm in Verbindung stehen, auch mit dieser 6 der Münzen in Verbindung stehen. Ja, eine Situation oder ein Status quo, der euch zuvor schon so ein bisschen verunsichert hat. Wie gesagt, das muss nicht zwingend eine Situation gewesen sein, wo ihr so total verzweifelt wart, aber so richtig schön war die wahrscheinlich auch nicht oder ist nicht. Aber es war auch eine Unsicherheit wahrscheinlich da. Soll ich bleiben? Soll ich gehen? Was kann ich tun? Gibt es Alternativen, so ein bisschen sich im Kreis zu drehen? Und das, was hier jetzt passiert, löst das auf. Ja, und ihr fühlt euch möglicherweise einige seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wirklich wieder entspannt, wirklich wieder in Ruhe und Frieden. Ja, hier ist ein totaler Neustart. Also, ja, ein totaler Neustart. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Also, als wäre, wird euer Leben von jetzt auf gleich vom Kopf auf die Füße gestellt, aber auch in einer sehr, sehr positiven Art und Weise. Ja, ja, überraschend. Ja, dann hier also die Karte, die Liebenden nochmal in Richtung März. Also, ja, ich finde, ich denke, hier findet was zusammen, was zusammengehört, in welchem Lebensbereich auch immer das jetzt für den Einzelnen sich abspielt. Und ich denke, hier kann was Wundervolles draus entstehen. Ja, hier kann wirklich was Wundervolles draus entstehen. Ja, also, das ist erst der Anfang hier. Ja, das ist erst der Anfang. Hier wird es weitergehen. Und in wunderschöner Harmonie, sag ich einfach mal. Ja, hier ist Feuerenergie, kreative Energie, Leidenschaft, ja, Mut, Pioniergeist, aber der ist auch unterfüttert von Stabilität, von Langfristigkeit, Nachhaltigkeit,
Also diese beiden Karten zusammen, das ist, oder auch alle drei Karten zusammen, das ist eine ganz wunderschöne Kombination, wo einfach vieles ineinander greift, ja, und daraus wirklich was ganz Fantastisches entstehen kann. Und ich denke, das geht sehr, sehr spannend weiter im März, und ich könnte mir vorstellen, weit über den März hinaus. Ja, okay. Also ja, ihr merkt, mich hat diese Legung richtig umgehauen, und ich denke, das könnte dem einen oder anderen hier im Februar auch passieren mit diesen Ereignissen. Also das sieht so spannend aus. Da bleibt mir euch, ja, euch auch nur noch zu wünschen, genießt diesen Monat, lasst euch überraschen. Ich sage alles Liebe von dieser Stelle und Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.